Top-Down. Es ist Pixel-Art, es ist Retro, es ist Piraten, es ist Adventure. Afonso, bringen wir doch mal die Karte. Oh. Loot! Oh, wie cool! So wird das nichts. What? Ich hab grad, das war aus. So wird das nichts. Was? Hallo? Ich hab voll gut gespielt. Hat die Kalimba hängt mit der Karte zusammen oder was? Oh nein! A-F-F-F-F-F-F-F. Nö. Oh wow! C-E-A? B-E. So, Kapitel 1. Captain Avery und der nasse Tod. Cleo! Hey, Cleo! Ihhh! Okay. Cleo, hast du gehört, was Butthair... Muss ich es dir immer wieder sagen? Niemand interessiert sich für deine Lügengeschichten. Holy thanks, Dad. Niemand interessiert sich für deine Lügengeschichten. Was? Bester Brummschädel rum, hergestellt von Tindar Inc. Wir machen rum. Tinder. Ich bin das seit 5 Minuten und es ist schon halb. Irgendwo anders sein, nur nicht hier. Wow. Also von einem ganz kurzen Moment dachte ich ja, sie rollt einfach ins Wasser. Ich dachte, die rollt da jetzt einfach den Steg runter, weil sie lieber ersaufen will, als mit uns zu sprechen. Alter. Ach, die Animation. Guck doch mal den Chefkoch. Wie der... Geil. Na, und der ganze Fisch geht einfach so in diese Suppe rein. Fast so gut wie eins von Schneidebrett Pitt. Schneidebrett Pitt. Schneidebrett Pitt. Schneidebrett Pitt. Hygiene wird hier groß geschrieben. Nur weiß scheinbar niemand, was das Wort bedeutet. I. I, das fasse ich nicht an. Oh. Okay. Kann ich das Buch bitte haben? Hand? Oh, ernsthaft? I. Nein. Ein echter Pirat! Heilige Scheiße! Fuck! What? Was? Ist in die Suppe Oh Gott, nein! Das Schneidebrett! Das ist ja noch viel schlimmer als die Suppe. Warum das Schneidebrett? Oh, er weint. Oh Gott. Mein Buch, nein. Also der kriegt nichts zu Vatertag. Oh, ist das fies. Morgen früh fährst du mit Pete raus zum Fischen. Und ich will dich hier erstmal nicht mehr sehen. Keine Widerrede. Was? Sieht heute Morgen richtig frisch aus. Riecht aber nicht so. Beeindruckend. Ich neige mein Haupt, oh Meister. Gänsehaut, ich hab richtig Gänsehaut. Ich glaube, ich entscheide mich für Gänsehaut. Aha. Ach, es ist wirklich gut geschrieben. Ah ja, ein Knoten. Kann das nicht jeder, der ja, aus seinem Klettverschluss rausgewachsen ist? Die Knotfaser. Ach ja, guck mal hier.
Ein altes Fischersprichwort sagt, willst du Arbeit auf dem Kutter, tätowier deine Mama. Die 10 besten Köder. Bei Nummer 8 musste ich weinen. Wer hat diesen Knoten erfunden? Der Knoten sieht aus wie... Ein unsterblicher Käfer mit einem Monokel. Eine unsterbliche Gewürzgurke mit durchdringendem Blick. Please, Game, please. 6 Sekunden. Oh, wow. Jetzt hat er gewonnen. Tschüss, was? Das dachte ich mir schon. Sag Bescheid, wenn du es dir anders überlegst. Pete? Yes! Yes! Oh Gott, der Chat rastet aus. Jomilele. Das war das Wort. Das war das Wort, was der Geist an die Wand geschrieben hat. Perfektes Spiel für den perfekten Chat. Ich. Och, wie schade.